Hello, you gorgeous, lovely people. Erkennt ihr ihn wieder? Den weltberühmten Starkoch Jamie Oliver. Now, you're going to think I'm joking, but I'm not. There has been a great cheese robbery. Es tönt wie ein Witz, sagt Jamie Oliver, aber es ist ernst. Es gab einen großen Käseklau in England. Tönt natürlich viel dramatischer auf Englisch. The Great Cheese Robbery. Some of the best cheddar cheese in the world has been stolen, 22 tons worth, has been stolen from some, I don't know, robbers that basically pretended to be a French supermarket and basically done Neil's Yard Dairy over. Auch ich habe erst gedacht, hä, ist das ein Witz? Aber tatsächlich sind in London 22 Tonnen Käse gestohlen worden. Wertvoller Edel-Cheddar. Im Wert von umgerechnet über 300.000 Franken. Ein Fall von Food Crime. Und ein Fall für News Plus. Wir schauen uns das Geschäft mit gefälschten und geklauten Lebensmitteln an. Denn Food Crime ist auch in der Schweiz ein Thema. Ich bin Rina Telli. Sali zusammen. Complete shock and then angry that this has happened to us, embarrassed because we feel like we're sensible people and you know we got scammed. Sie ist alles andere als amused. Die Geschäftsführerin von Neil's Yard Dairy ist geschockt, wütend, beschämt. 950 Laib Cheddar sind in ihrer Firma geklaut worden. Die Kriminellen, die sind dreist vorgegangen. Die Betrüger haben behauptet, sie seien Großhändler, die für einen bekannten Lebensmittelhändler aus Frankreich arbeiten. So hat das Unglück begonnen, sagt die geprellte Käsefirma aus London. Diesem vermeintlichen Großhändler habe die Firma über 950 Laibe Hereford, Westcombe und Pitchfork Cheddar geliefert. Als die Rechnung nicht bezahlt wurde, haben sie gemerkt, dass da was nicht stimmt. Dass da etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Scotland Yard ermittelt und internationale Behörden helfen dabei, schreiben Medien. Jamie Oliver fiebert mit. Und ich habe Josiane Walpen angerufen. Ich bin Projektleiterin bei der Stiftung für Konsumentenschutz, zuständig für die Themen Lebensmittel und Ernährung. Diese Käsegeschichte aus London ist spektakulär und einzigartig. Aber das Große und Ganze dahinter, der Food Crime, das passiert immer wieder. Auch bei uns in der Schweiz. Darum habe ich Josiane Walpen von der Stiftung für Konsumentenschutz angerufen. Wie würden Sie es definieren? Was ist Food Crime? Was muss ich mir darunter vorstellen? Bei Food Crime geht es darum, dass meistens organisierte Banden vorsätzlich gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen. Und zwar mit dem Ziel, dass sie einerseits natürlich Gewinn daraus schöpfen möchten und auf der anderen Seite eben auch die Konsumentinnen und Konsumenten zu Schaden kommen. Food Crime oder auf Deutsch Lebensmittelbetrug oder Lebensmittelfälschung. Über Begriffe wie Food Crime oder Food Fraud haben wir schon letzte Woche diskutiert im News Plus Team. Und zwar wegen einer Meldung der europäischen Polizeibehörde Europol. Gefälschte und minderwertige Lebensmittel im Wert von 91 Millionen Euro bei europaweiter Aktion beschlagnahmt, haben sie geschrieben. Die Strafverfolgungs-, Zoll- und Lebensmittelüberwachungsbehörden beschlagnahmten rund 22.000 Tonnen Lebensmittel und etwa 850.000 Liter Getränke. Meist Alkohol. Wen wundert's? Und dann gibt's ganz viele Zahlen. 11 kriminelle Netzwerke seien zerschlagen worden, 104 Haftbefehle ausgestellt, tausende Kontrollen und Überprüfungen durchgeführt. Und eben, insgesamt seien Waren im Wert von 91 Millionen aus dem Verkehr gezogen worden. Diese großen Zahlen, die müssen wir uns nicht merken. Aber sie zeigen, dass Food Crime oder eben Lebensmittelbetrug ein großes Ding sind. Die Fälle der letzten Jahre zeigen, dass dies wirklich ein Milliardengeschäft ist. Der ganze Lebensmittelbereich, der Lebensmittelhandel ist ein Riesengeschäft und gerade mit hochpreisigen, teuren Lebensmitteln ist da offenbar die Versuchung sehr groß zu betrügen. Sie haben die teuren Lebensmittel erwähnt. Von was für Fälschungen oder Betrügereien müssen wir da ausgehen?
bekannt ist, zum Beispiel Olivenöl, das dann eben nicht natives Olivenöl ist, sondern billige Mischungen. Bei Wein kommt das auch relativ häufig vor. Man kennt auch Fälle von Fisch, der dann falsch deklariert wird. Und was in den letzten Jahren auch immer wieder Schlagzeilen gemacht hat, sind Bio-Lebensmittel, die auch relativ teuer sind. Dass eben nicht Bio-Lebensmittel dahinter stecken, sondern konventionelle Produkte, die dann als Bio und teurer verkauft werden. Ich habe bei der Recherche auch von anderen gruseligen Beispielen gelesen. Zum Beispiel von Garnelen, die mit Gel aufgespritzt worden sind, damit sie schwerer und damit teurer werden. Bäh. Und dann ist uns aufgefallen, dass Käse den Kriminellen offenbar Gold wert ist. Es ist nicht das erste Mal, dass in Europa Käse im großen Stil gestohlen worden ist. Vor gut 4 Jahren haben Kriminelle den Friburger Käsehersteller Cremo um 32 Tonnen Käse betrogen. Der Wert fast 500.000 Franken. Cremo dachte, es beliefere das britische Luxuswarenhaus Harrods und hat hunderte Käseleibe nach London geschickt. Von dort ging der Käse aber nicht in die Läden, sondern verschwand auf dem Schwarzmarkt. Dann hat vor knapp 10 Jahren eine Bande in Italien Parmesan im Wert von über 700.000 Franken gestohlen. Die Bande wurde einige Monate später geschnappt. Ich habe auch gelesen, dass gestohlener oder gefälschter Käse über Osteuropa bis nach Russland verkauft wird. Da soll es einen großen Hunger nach europäischem Käse geben, die wegen der Sanktionen knapp sind. Edler Käse sei eben lukrativ für Kriminelle, sagt die Konsumentenschützerin. Käse, gerade wenn es edlere, teurere Marken sind, ist eben auch relativ teuer. Ich denke, das ist der Grund, dass dort auch relativ schnell einmal gefälschte Produkte auf den Markt kommen. Der edle Cheddar, der in London geklaut worden ist, der könnte nun ziemlich abgewertet werden. Das zumindest befürchtet Jamie Oliver. Are they gonna like unpeel it with the cloth and then grate it and get rid of it in the fast food industry? Auspacken, reiben und ab in die Fast-Food-Industrie damit. Das passiere wohl mit dem Londoner Edelcheddar, befürchtet der Starkoch. Merken tut's beim Essen wohl niemand, weder dass der Käse edel, noch dass er gestohlen ist. Ist es denn möglich, dass Sie oder ich als Konsumentin schon gefälschte Lebensmittel gekauft haben und das gar nicht gemerkt haben? Ja, natürlich. Das ist ja wie ein Kennzeichen von diesem Lebensmittelbetrug, dass eben eine Täuschung dahinter ist. Und ich als Konsumentin sehe dann im Geschäft nicht, ob in diesem Olivenöl wirklich natives Olivenöl drin ist oder ob dort irgendetwas gepanscht wurde. Und deshalb sind die Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich auf gute, verlässliche Kontrollen angewiesen der Lebensmittelbehörden. Also eben gut möglich, dass Sie und ich schon gefälschte Lebensmittel gekauft haben, das nicht gemerkt haben. Wie kommen denn solche Produkte überhaupt in den Handel? Ja, es ist natürlich so, dass weder der Handel noch die Behörden alle Produkte, die zum Beispiel importiert werden, wirklich kontrollieren können. Dort geht man in der Regel risikobasiert vor, also man schaut die Produkte an, bei denen man weiß, dass es zu Betrügereien oder dass sie gesundheitsschädigend sein können, und kontrolliert vorwiegend und stichprobenmäßig halt nur diese Produkte. Also es ist nicht so, dass alle Produkte wirklich kontrolliert werden, die wir im Laden vorfinden. Von daher ist es eben durchaus möglich, dass solche Betrügereien im großen Stil durchgeführt werden können. Wie gefährlich ist solcher Food Crime? Also ich stelle mir vor, dass da Lebensmittel auch nicht korrekt gelagert werden, dass da Kühlketten zum Beispiel nicht eingehalten werden. Ist das für uns Konsumentinnen und Konsumenten auch gesundheitsschädigend, solcher Lebensmittelbetrug? Das kann natürlich der Fall sein. In der Regel handelt es sich aber eher um Falschdeklarationen oder eben um Täuschungen der Lebensmittel, weil ich denke, im Bereich Gesundheitsschutz sind die Kontrollen in der Regel strenger und ist das Risiko für die Betrüger auch viel größer. Also dort sehe ich weniger eine Gefahr als eben bei diesen täuschenden, gefälschten Lebensmitteln. Also, die einigermaßen gute Nachricht: Food Crime kann, aber muss keine Gefahr sein für die Gesundheit. Aber Betrug ist Betrug und kann die Geprellten ruinieren. Jamie Oliver geht davon aus, dass die Londoner Käsefirma noch Jahre am Cheddar-Bschiss nagen wird.
This will slow Neil's Yard being able to support all of their cheesemakers over the next 5 years, I would imagine. It's going to take time to pay that lump of cash back. So, real shame. Was kann ich denn als Konsumentin tun, um gefälschte Lebensmittel zu erkennen? Habe ich da überhaupt eine Chance? Nein, die Chance, dass Sie oder ich das erkennen beim Einkauf, ist wirklich gering. Und dort sind wirklich eben die Behörden in der Pflicht, dass sie die Konsumentinnen und Konsumenten vor solchen Produkten schützen. Wir Konsumentinnen und Konsumenten können also nicht viel tun. Aber der Bund könnte mehr tun, findet Josiane Walpen vom Konsumentenschutz. Also da muss ich vielleicht schnell ausholen. Zum einen werden den Kantonschemikern immer stärker ihre Mittel gekürzt. Die Aufgaben mit dem internationalen Markt und den internationalen Lebensmittelindustrie wachsen eigentlich, werden immer komplexer. Aber auf der anderen Seite haben eben die kantonalen Stellen auch damit zu kämpfen, dass sie immer weniger Mittel zur Verfügung haben. Und dort gibt es eine gewisse Diskrepanz. Und auf der anderen Seite ist eben auch diese internationale Zusammenarbeit, die besser aufgestellt werden müsste, die wir eigentlich auch seit langem fordern, aber die leider immer noch nicht zustande gekommen ist. Die kontrollieren, haben immer weniger Geld, sagt die Konsumentenschützerin. Und der Bund könnte seine Zusammenarbeit mit der EU ausbauen. Dieser spektakuläre Einzelfall aus London hat mir einiges gezeigt. Food Crime ist ein Millionengeschäft für Kriminelle. Und gut möglich, dass wir alle schon gepanschtes Olivenöl, gefälschten Edelkäse oder Fake-Bio-Produkte konsumiert haben. Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Food Crime. Ah, und falls ihr auch so gerne Cheddar habt wie ich und euch in nächster Zeit ein Schnäppchen begegnet, hört auf Jamie Oliver und seid skeptisch. So, if anyone hears anything about posh cheese going for cheap, it's probably some wrong'uns. Das war's mit News Plus. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter an Leute, die sich wie ihr für Nachrichten interessieren, die leicht verdaulich angerichtet werden. Oder lasst eine tolle Bewertung da in eurer Podcast-App. News Plus gibt's morgen wieder. Heute waren Marisa Eckli, Can Kulacigil und Rina Telli am Werk. Salut zusammen und bis dann.